Play it cool. So, willkommen zu meinem Let's Play von StarTrive, ein wunderschönes Weltraumstrategiespiel. Habe ich mir vor ein paar Tagen bzw. vor ein paar Wochen geholt und habe es ein bisschen gespielt. Macht ziemlich viel Spaß. Online findet man ein paar Infos, dass es ein Multiplayer irgendwann geben würde. Würde ich interessant finden, da müssten aber noch ein paar Feinheiten eingestellt werden. Okay, dann gehen wir erstmal auf neues Spiel. So, hier kann man verschiedene Rassen auswählen. Sind, glaube ich, 8 Stück. Ich nehme die Polops. Die haben mir von allen Rassen am meisten gefallen. Und in der Mitte hier sieht man, dass man bestimmte Fähigkeiten einer Rasse zuordnen kann. Dann sieht man hier rechts oben die Einstellung für das Spiel. Und natürlich die ganzen Namen. Ich habe mich entschlossen, ich habe rausgefunden, wenn man das Heimatsystem umbenennt, dann hat man nicht immer den gleichen Planeten am Anfang. Das heißt, ich nenne meinen Planeten einfach mal Tanvetra, weil ich zu viel Andromeda die letzte Zeit geschaut habe. Und die Galaxiegröße lasse ich auf Medium. Dafür stelle ich den Schwierigkeitsgrad auf Brutal. Brutal ist wirklich brutal, weil die ganzen anderen Rassen haben dann ziemlich viele Bonusse, die sie sonst nicht hätten. Okay, jetzt gehe ich erstmal hier zu den Einstellungen, also zu den charakterspezifischen Fähigkeiten. Dazu werde ich erstmal effizienter Stoffwechsel nehmen. Der gibt mir ein bisschen mehr Produkt, beziehungsweise meine Leute brauchen weniger Nahrung. Ich will nämlich dieses Spiel, zumindest auf Brutal, auf sehr makrolastige Weise, also Makro bedeutet auf Masse bauen. So, ich gehe jetzt nicht alles in Einzelnen durch, weil das wäre echt zu krass, hier alles vorzulesen. Aber ich gehe zumindest die durch, die ich skille. Ehrlichkeit gibt mir einen Malus auf meine Agentenwürfe. Ich selber verwende kaum Spionage, deswegen mache ich das. Dann nehme ich erstmal Astronom. Und Rudelmentalität. Astronom gibt mir die Möglichkeit, dass ich 20 Systeme in meinen Radius schon erforscht sind. Rudelmentalität gibt mir erstmal einen Malus auf alle Schiffe, aber wenn die in der Rudel kämpfen, wie es da steht, dann haben sie insgesamt einen Schadensbonus von 50%. Das ist ziemlich wirkungsvoll. Vor allem, wenn man auf Masse geht. Riesige Heimatwelt, versteht sich von selbst. Wenn man am Anfang mehr Bevölkerung hat, kann man mehr produzieren. So. Dann hier nehme ich akribisch. Gibt es ein bisschen mehr Steuereinkommen, 25%. Dann nehme ich erstmal abstoßend. Das ist so ein bisschen was mit Diplomatie zu tun. Das ist jetzt nicht so wichtig. Furchtsam nehme ich raus. Das tut mir nämlich einen Malus geben auf meine Bodengefechte. Das hätte ich nicht gerne. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, was ich sonst noch gemacht habe. Ehrlich, Flaggschiff, riesige Weltrudel. Ja, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich das geskillt hatte letztens. Furchtsam, nee, das habe ich gelassen. Schönerisch, technisch planlos, Astronom, Rudelmentalität, Ehrlichkeit. Ja, ich hätte nämlich gerne noch Fleiß, aber ich sehe gerade, dass mir ein Punkt dazu fehlt. Was kann ich denn da noch verwenden? Beim Körperbau, unzivilisiert, weniger fruchtbar, abstoßend. Das ist schwierig, was ich mir jetzt als Malus gebe. Jo. Nee, das ist schlecht für den Bodenkampf, wenn ich den furchtsam mache.
Blind ist auch schlecht. Schwerfällig ist auch schlecht. Adlerauge gibt mir einen Bonus auf Kampfwaffen bzw. Kanonenwaffen. Mache ich mehr Schaden. So, was habe ich denn jetzt? Ich brauche noch irgendwo irgendetwas, was mehr Punkte dazu gibt. Verschwenderisch mache ich mal nicht. Weniger fruchtbar. Ja, dann mache ich das. Da werden zwar weniger Bevölkerung produziert, aber durch meine Spielweise brauche ich das sowieso nicht so dringend. Okay, das wäre jetzt mit den Einstellungen. Jetzt geht's endlich zum Spiel. So. Okay. Das ist nun das Interface von dem Spiel. Wie man sieht, mein Heimatplanet, und ich kann rauszoomen, sodass ich die ganze Galaxie dann erstmal sehe. Mit seinen Systemen. Diese runden Kreise, das zeigt mir an, dass auf einem dieser Planeten irgendwas Spezielles ist. Müsste jetzt hier zum Beispiel ist ein Artefakt und ein Kristall, wo mir die Forschungspunkte erhöht. Ja, hier ist einer von den anderen Rassen. Weil die sehe ich auch. Komischerweise kann man den auch durch den Kriegsnebel auf dem Planeten drauf schauen. Verstehe nicht, warum das so in dem Spiel eingebaut wurde. Dass sich überhaupt Gedanken gemacht wurde. Okay, das ist jetzt das Menü, wo man auf Planeten steht. Makromenü. Hier unten kann man Einstellungen machen mit der Nahrung. Mit der Produktion und mit der Forschung. Forschen tue ich dann einfach noch gar nichts. Alles auf Produktion. So, die Nahrung tue ich auch erstmal runter. Sieht zwar etwas brutal aus, aber mache ich am Anfang immer so. So, jetzt werden erstmal 40 Kampfflieger gebaut. Die kann man dann hier in die Produktionsliste einführen. Was mich ein bisschen stört an dem Spiel ist, dass es keine fortlaufende Produktion gibt. Also man muss immer wieder neu die Einheiten und Schiffe reingeben. Das heißt, ich baue jetzt ungefähr 40 Stück. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ach, ich klicke einfach mal ganz wild durch. Da wird schon nichts schief gehen. So. Jetzt kann man hier mit diesem Hammer kann man die Produktion beschleunigen. Dann verbraucht man Produktionsgüter, die gelagert sind. Und gleichzeitig oben links auch ein paar Credits. So. Jetzt habe ich keine Produktionsgüter mehr. Jetzt kann ich auch nichts mehr schneller fertigstellen lassen. Forschungsmenü ist das hier. Da kann ich zumindest schon mal irgendwas in Forschung geben. Gebe ich erstmal die Produktionslage in Forschung und den militärischen Außenposten. Ja. Schaue ich mal, was ich für einen Planeten habe. Ein total schwachsinnigen Planeten, der nicht kolonisierbar ist. Aber ich habe ja die Möglichkeit, die Planeten anzuschauen. Wenn jetzt so ein guter Planet wie der hier außerhalb meines Systems existiert, sind meistens ein paar fremde Schiffe da. Hier dieses eine Schiff, das müsste man dann erst kaputt schießen, damit man an den Planeten rankommt. Hier ist so ein Planeten, das sind so, also da ist irgend so eine Rasse drauf, die eigentlich nicht zu mir zählt, aber auch nicht zu anderen. Hat aber seine eigenen Bonusse. Hat und der Bodenkampf ist mit ein paar schweren Heavy Units geschützt. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Diplomatie wird hier angezeigt, je nachdem mit was man Kontakt hat. Dann hier bei der Werft, da kann man seine eigenen Schiffe konstruieren. Mit dem Kampfflieger bin ich am Anfang ziemlich zufrieden, den man hier laden kann. Anders da hätte ich ihn jetzt auch nicht konstruiert. Ich überlege gerade. Nee. Also einfach mal auf Escape drücken, damit es nicht speichert. So. Dann let's go. Man kann dann über Pluszeichen kann man hier oben, dann wird es angezeigt, kann man den Game Speed ein bisschen erhöhen. Und wie gesagt, ich spiele am Anfang ziemlich auf Makroplay, das heißt ganz viele Kampfflieger produzieren. Kolonisieren finde ich am Anfang noch nicht so gut, weil dadurch, dass ich eh Krieg führen werde,
wären dann diese Planeten ein sehr leichtes Angriffsziel. Man könnte aber natürlich auch einen Planeten kolonisieren und ihn als Lockvogel verwenden. So. Da kann man dann nämlich schon drauf schauen, was er für Einheiten hat. So. Jetzt sollte ich mal wieder die Nahrungsproduktion bei mir richtig stellen. Damit meine Bevölkerung nicht stirbt. Dafür kann ich ein bisschen die Steuern runtersetzen, was mir einen Produktionsbonus gibt. So. Mit Leertaste kann man pausieren, wie man hier oben vielleicht sieht. Das werde ich öfters machen, um so ein bisschen die Zeit zu sparen, die man für manche Aktionen brauchen würde. So, ein paar Stück lösche ich erstmal. Und dann tue ich mal ganz viele Bodentruppen dazu, die ich nämlich dann auch brauchen werde für meine Invasionspläne. Oh, ja, jetzt müsste ich eigentlich schon genügend Schiffe haben. Dann tue ich mal den Rest auch auf Abbrechen klicken. Und jetzt baue ich nämlich eine kleine Blockade bei meinen Gegnern hier auf. Also erstmal fliege ich erstmal hier mit Steuerung 1 die Kurve fixieren. Und dann fliege ich mal zu meinem Gegner. Und überrasche ihn. Der Trick dabei ist, dadurch, dass ich ihn in Kampfhandlung setze und dass ich ihn überhaupt angreife und keine Diplomatie wähle, wenn ich diesen Planeten mit Bodenkampf erobere, habe ich natürlich gleich einen zweiten Heimatplaneten mit dem gleichen Makroaufwand, fast wie mein Heimatplanet. Wobei mein Heimatplanet ja natürlich die Hauptstadt hat, wo auch Bonus auf Forschung gibt. So. Ah, das sind die Grey Wolves. Wir hatten keine Ahnung, dass die Galaxie mit Wesen wie euch gefüllt ist. Das Wolfreich wird das schnell bereinigen. Ja, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Schauen wir uns erstmal seine Flotte an. Sieht ziemlich interessant aus. Okay, dann warte ich erstmal, bevor ich hier jemanden den Krieg erkläre, bis meine Bodentruppen ziemlich fertig sind. Jetzt kriege ich hier oben zwar ein wenig Minus an Credits, aber das ist mir jetzt nicht, das ist mir eigentlich relativ. Ich schaue mir mal kurz nochmal den Planeten an, wie viel Bodentruppen er da drauf hat. Ah, das sind schon ziemlich viele. Aber, na, ich habe auch viele. So, bald müsste ich genügend haben. Produzieren wir gleich mal noch ein paar dazu. Oder am besten gleich noch ein paar Kampfflieger. So, jetzt kommt das, was für mich nervig ist. Man muss hier jedes einzelne Bodentruppeneinheit anklicken und starten klicken. Da hätte man so eine Funktion einfügen können, na, dass man alle auf einmal startet. Deswegen tue ich in so einer Situation auch Pause einstellen. Was den Vorteil gibt, dass ich in der Zeit keine Zeit verschwende. So. Einmal kurz fixieren auf Steuerung 2. Und dann mal gleich hinfliegen. Boah, das gibt ein Gemetzel, wenn der Krieg anfängt.
Second Flat. Die schicken wir gleich auch hinterher. So. Gleich mal wieder ganz viel bauen. Bauen, 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 bauen. So, die schicke ich auch gleich mal hinterher. Schaden kann es natürlich nicht. So. Okay. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde ihn jetzt erstmal ein paar Mal angreifen, weil das dauert eine Zeit lang, bis die einem den Krieg erklären. Aber das gibt mir dann einen kleinen Vorteil, dass er mit etwas weniger Schiffen kämpft. Oh, das hat diesmal ziemlich kurz gedauert, dass er mir den Krieg erklärt hat. Okay, hoffen wir, dass die Invasionsflotte ziemlich knapp da ist. Jetzt hat er seine eigenen Schiffe auch gestartet, weil er wahrscheinlich auch eine Invasion bei mir starten will. Aber wenn ich ihn früher tot kriege, dann habe ich natürlich gleich den Vorteil. Also hier geht es gerade ziemlich runter drüber. Fliegen die alle hin, ey? Ach, der O hat da oben noch eine Kolonie, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Aber ich könnte noch mit ein paar Schiffen landen. Oder jetzt muss ich noch schauen, dass mein Heimatplanet genug Bodentruppen hat. Weil am Anfang hat man noch keinen Platz, um Bomben zu bauen. Oh, ich habe gerade keine Truppen. Ah, ganz schnell ändern. Aber man kann natürlich einen Planeten durch Bodenangriff erobern. Oh, ich habe kein... Wow, ich habe minus 80 Kohle. Das ist nicht gut. Gar nicht gemerkt. Alles ausgegeben, so gierig wie ich bin. So. Der Planet müsste bald mein sein. Gekämpft wird, die Hauptstadt wird vernichtet und die Außenposten. So. Das Gute ist, die Bodentruppen kosten kein Geld, wenn sie auf dem Boden sind. Erst sobald sie in den Weltraum gehen, kosten sie Geld. Was ich gerade gemacht habe, ist hier den Gouverneur getauscht, weil den brauche ich nicht. Ich verwalte meine Kolonie nämlich gerne selber. So. Jetzt werde ich hier auch mal gleich anfangen, ganz viele von diesen Dingern hier zu bauen. Meine Schiffe, die mir diese Kanone verwenden, die verbraucht Kampfmittel, die man natürlich im Schiff mitführen muss. Umso mehr man dabei hat, umso weniger Schaden machen meistens dann die Schiffe, aber man hat dann Vorteil, man kann länger in den Gefechtssituationen bleiben, wenn das natürlich vonnöten ist. So. Ah, meine Schiffe verfolgen gerade die kleinen anderen Schiffe. Gut, dann werde ich mal schauen, dass ich den Planeten da oben noch bekomme. Ich sehe gerade, das ist ein ziemlich guter Planet mit 19 Bevölkerung. Kein Wunder, dass er sich denn als erstes geholt hat zum Kolonisieren. Und da schicke ich natürlich auch ein paar Bodentruppen gleich mit. Dieses Geklicke dauert natürlich immer ewig. So. Also Steuerung 1 und diese Schiffe sind Steuerung 2 Gruppe. Aggro!
Uah, Sturmangriff. Alles drauf da. So. Man kann die auch bei Diplomatie vergleichen. Militärische Stärke ist eher irgendwie... Immer sind die anderen auf 1, ich weiß nicht warum. Hier merkt man es zum Beispiel, mein Englisch ist zwar nicht so super toll, aber hier diese Produktionsmodifikatoren sind bei den anderen Rassen ziemlich hoch, auch die Forschung und Einkommen, was bei mir kläglich aussieht, ist bei denen ziemlich oben. Ah, da kommt die Invasionsflotte, aber ich habe genug Bodeneinheiten, um das abzuwehren. Ah, hier ist schon die Warnung, dass ich zu wenig Geld habe, aber... Das hat ja jetzt gepasst. So, das dürfte eigentlich, ja, wie gesagt, kein Problem sein. Dann werden wir mal den Planeten hier blockieren. Wart, der versucht einen Bodenangriff. Ist natürlich gleich abgewehrt worden. So. Meine Schiffe sind auch gerade unterwegs, genau den Planeten zu erobern. Ah, da hat er schon ein bisschen mehr drauf an Bodeneinheiten. So, dann probiere ich mal mein Schiff. Alle landen lassen. Ah, das sieht ziemlich knapp aus. Der hat viele Bodentruppen da drauf produziert. Oder zumindest hingeschickt. Das heißt, ich werde von meinen Heimatplaneten erstmal wieder ein paar viele absenden. Klick, klick, klick und nochmal klick. Tastaturkürzel fehlt für sowas. Das wäre ziemlich praktisch. So, das kommt vielleicht ein bisschen brutal rüber hier, was ich hier alles auffahre. Aber es geht ja immer nur um den Planeten hier. Und? Was machen meine Bodentruppen? Oh, da gewinne ich ja schon. Gut, dann werde ich nämlich keine Zeit verschwenden. Dann werde ich nämlich mit den Bodentruppen gleich... Wo war's denn? Da war's doch irgendwo. Genau. Da werde ich hinfliegen und mir das holen. Mit meinen ganz wenigen Kampffliegern. Müssten jetzt ungefähr schon so an die 60 oder 70 sein. Keine Ahnung. Fliege ich jetzt einfach mal vor das System hier. Nee, das war das falsche System. Das hier. Mein Kolonieschiff ist zerstört worden, so wie ich sehe. Werde ich gleich mal ein neues bauen. Das schiebe ich mal hier hoch. Okay. Also die fliegen dahin. Der Planet ist in Eroberung. Okay, jetzt wurde gerade die Nachricht gesendet, dass das Wolf von Imperium ausgelöscht ist. Aber ich habe jetzt einen extremen Makro-Vorteil. Muss natürlich damit ausgeglichen werden, weil die so viel Bonus haben. Puls, Puls, Puls. Wenn ich das Englisch verstehen würde, ich klicke mal auf irgendwas. End of Transmission. Ja, keine Ahnung. das tun wir mal so machen. Schließen. Damit sich das nur auf das hier verteilt. Okay. Dann werden wir mal hier gleich die Invasion starten. Auf diesen fremden Pokalplaneten. Schade, dass die Hauptstadt nicht intakt bleibt. Die gibt nämlich ziemlich gut Bonus. Zerschießt aber auch ziemlich gut meine Schiffe, meine Bodentruppen. So. Der wäre auch eingenommen. Was ist das für ein Scheiß? Keine Forschungspunkte. Tja, wahrscheinlich wegen dem Außenposten, der fehlt.
Ah, den Weltraumbauhof tue ich auch mal draufsetzen lassen. Schauen wir mal, was hier ist. Ein Bergwerk. Das sind ja ganz viele Sachen. Da könnte ich jetzt eigentlich mal, wenn ich, dadurch, dass ich jetzt die Zeit habe, das ganze Zeug erstmal einsammeln. Ich muss aufpassen, dass dieser Part nicht so lang wird, weil das ist schnell gemacht. So, da fliege ich mal mit jedem Schiff einzeln dahin, mit dem dahin, mit dem dahin. So. Jetzt hole ich mir diesen geilen Planeten. Oder auch doch nicht. Hä, wo ist denn das Schiff hin? Wurde den Planeten verteidigt? Ach, da oben ist es. Nö, das ist ein fremdes Schiff. Hä? Na, jetzt bin ich verwirrt. Wurden die schon verhauen oder was? Okay, dadurch, dass ich jetzt gerade noch mal keinen Krieg habe, werde ich mal alles auf Forschung setzen. Was ich auch mal brauche, weil ich bisher noch keine Forschung gemacht habe. ...0,5 Forschungspunkte, das ist ein Witz, ey. So, das muss ich jetzt so ein bisschen lassen, damit ich keinen Minus krieg. Okay, dann werde ich jetzt erstmal speichern und das jetzt so beibehalten. Und den nächsten Part gleich in Anschluss machen oder, nee, vielleicht etwas später. Let's play brutal. Safe. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss.